Seid gegrüßt und willkommen zur 17. Episode meiner City Skylines Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Guck es einfach mal, was das hier ist. Was war das für ein Auto? Aber hier ist doch... Habe ich das hier nicht schon... verboten? Dann lauft mal hier rum. Bin gespannt, was passiert, wenn ich hier Häuser bauen lasse. Das lassen wir hier. Das wollt ihr doch nicht, ne? Erst hier Wohnraum fordern und dann kommt doch nichts. So, ein großes will ich mal ausprobieren. Oder daneben dann hier so vielleicht. Wohngebiet. Hier, das ist ja schon eine große Straße. Können wir auch mal so ein Ding hier hinsetzen. Ah, das passt noch. Das ist noch drin. Das habe ich gut gemacht. Juhu. Die sehen schon anders aus. Richtlinien Stromverbrauch. Stromsparen, genau. Wasserverbrauch. Ja, genau. Recycling. Bla bla bla. Verringert Müllansammlung etwas. Verringert Steuereinnahmen. Ja, machen wir. Bildungsschub. Bildung um. Nein? Zusatzisolation. Besteuerung. Jetzt lassen wir auch mal in Ruhe. Hier wird schon was gebaut. Sehr schön. Gucken, was jetzt hier passiert, wenn ich hier die Dinger mache. Direkt so ein Hochhaus gebaut, aber das geht ja. Ich glaube, ich mache die gesamte Straße damit. Da ist die Frage, ob ich das jetzt hier verbinde. Aber ich würde sagen, ja. Ich verbinde es nun mit einer normalen Straße. Da, da, da. Obwohl, ich will hier eine mit grün. Bin mal gespannt, wie sie das jetzt hier lösen mit dem runter. Okay, aufgeschüttet und so. Gut. Hier auch noch so ein dichtes. Das hier ist auch dicht. Das klingt komisch. Haben wir hier Wasser? Haben wir. Und dann hier auch wieder dicht besiedelt. Oh, jetzt angefangen. So, bekommt ihr noch Waren und sowas? Ist die Frage, ne? Müssten wir mal schauen. Das hier soll doch nicht sein. Oder doch? Ah, ich weiß es noch nicht. Lass wir das mal so laufen. Jetzt hierzu. Wie läuft es denn jetzt hier? Also, läuft es genau bei den Straßen hier? Das ist verbunden. Hier laufen auch die Leute. Hier hat er doch noch so super Stellen, wo man das verbinden kann. Ja, das hier auch, genau. Ja, ich weiß, dass ich hier die Busdinger bauen kann. Ich habe ja zum Glück immer so viele Sachen offen gelassen hier. Ich verbinde das jetzt auch mit einem Fußgängerweg. Hier mit so.
Vielleicht ohne viel zu zerstören. So hier mittendurch. Brennt irgendwas oder wie? Achso, ich soll nur hier wegen Feuerwehr schauen, was ich da Neues machen kann. Oh ja, genau. Nur weil hier so ein Fußgängerweg ist, wollt ihr nicht mehr hier wohnen? Was ist denn mit euch? Aber würden hier auch Leute wohnen wollen? Das hier wäre ja auch eine gute Verbindung. Gucken, ob die hier wohnen möchten oder nicht. Geht das? Entfernung zu gering. Ach, das heißt, ich muss hier... Ach so, Moment mal. Ja, komm, geh weg, neues Gebäude. Kann ich diesen Schotter... Wo ist denn jetzt der... Muss ich den jetzt hier suchen? Das ist das hier, ne? Kiesstraße. Genau, das ist es. Das wurde noch verschoben. Wenn ich das jetzt abreiße, sind die Häuser hier auch weg, ne? Nö, es passt. Ja, okay, die Häuser sind weg. Schade. Mal sehen, was passiert. Jetzt habe ich hier alle Gebäude weggerissen. Naja, passiert. Ich möchte noch kein neues kaufen. Ich kann sowieso nichts Neues kaufen. Oh, jetzt wollen wir wieder hier Zeug haben. Zum Glück haben wir ja noch Platz für Industrie. Auch wenn das wieder den Stromverbrauch erhöht. Ja, müssen wir auch bald wieder gucken. Oh Mann! Ja, wir könnten ja hier wieder hochgehen. Ist gerade dunkel, das heißt, wir erhöhen hier auch. Nachts. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, wie läuft's hier? Alles gut bei euch? Oh, es geht aber schon hoch hier. Oh, das sieht wieder ein bisschen dumm aus. Ist auch klar, wenn das hier so hoch geht. Gucken, was sie daraus machen. Da, da, da. So, aber hier möchte keiner bauen, weil hier keine Autos fahren dürfen, oder? Wobei, hier ist ja auch was. Das gehört ja definitiv zu der... Oder doch zu der? Hm. Ich würde sagen, zu der Straße. Aber es möchte ja gerade keiner bauen. Hm. Mal schauen, wie teuer hier so ein Busding ist. 30.000. Okay, ich muss wohl warten. Ich habe ja auch eben viel zu viele Straßen und Wege gebaut. War etwas teuer.
Kriminalität ist zu hoch hier in der Thornton-Residenz. Das kommt wohl davon, weil da oben die Polizeiwache ist. Ja, haben wir halt kein Geld für. Trotzdem mal eben schauen, ob wir etwas hochgehen können für nachts. Das wird nicht helfen. Also nicht viel. Braucht schon immer noch mehr hier, ne? Strom ist abends genug da. Okay, ihr produziert wohl auch im Dunkeln. Sehr gut. Vorbildlicher mache ich das halt so, dass ich hier mehr ansiedeln kann. Wie sieht es eigentlich mit dem Verkehr jetzt hier aus? Okay, das ist klar, dass hier voll ist. Ach ja, da fährten wir ja hier was mit den Straßen. Moment mal, langsamer. Nee. Es gibt doch diese... Nee, ist das das hier? Nee. Diese asymmetrische Straße, damit kann man das doch bestimmt machen. Dann. Genau, die Seite habe ich hier richtig. Und dann kann ich ja hier. Genau, geradeaus und links. Perfekt. Das wollte ich so haben. Vielleicht andersrum auch. Andersrum so. Geradeaus und rechts. Ist ja schon drin hier, oder? Genau, geradeaus kann. Ja, okay, das ist halt doof jetzt, weil hier eine Kreuzung ist. Eventuell. Ich finde, das läuft jetzt besser. Eventuell sollte ich hier wegen der Vorfahrtsregelung mal schauen. Die müssen auf jeden Fall warten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, nee, nee. Hier muss eine Ampel hin, denke ich. Hatte ich hier nicht so eine... die Geschwindigkeit hochgesetzt? Oh. Ja, ich ändere das mal in eine vernünftige Straße. Wobei... Moment mal. Tunneln... Nee, das muss schon eine richtige Straße sein. Wenn ich jetzt hier die Straße setze, dann wird doch eh wieder alles kaputt gehen. Oh, doch nicht. Ich hoffe aber auch, die Einstellungen bleiben. Okay, ein Haus ist kaputt gegangen. Aber hier sollte doch immer noch 100 sein, oder? Nee, jetzt ist das hier anders, ne? Auf 40. Aber habe ich denn hier 100 gesetzt? Das war... War das sinnvoll? Nee, ich glaube 70 ist besser... Auch wenn hier Häuser sind. Müssen wir mal schauen. Oh, und hier soll ich dann auch schauen. 40? Nee, warum ist denn hier 40? Hier möchte ich schon 50 haben. Nochmal schauen. Ja, ist natürlich hier volles Verkehrschaos, weil hier die Ampel ist und dann immer blockiert. Naja... Ja, ich weiß, das ist eine neue Feuerwache. Oh, was ist das? Bekämpfe sie Brände durch den Bau einer Feuerwache. Feuerwehrwachen beherbergen Feuerwehrmannschaft. Feuerwehrhaus? Moment, Moment, Moment. Was? Was ist das hier? Geh weg. Feuerwache. Feuerwehrhaus? Feuerwache, genau. Genauso sieht irgendwie anders aus. Ist aber von der Größe her anders. Gibt es das auch für die Polizei? Ich will das hier haben. Das sieht viel besser aus. Das passt auch ganz gut hier rein, denke ich. Aber ihr solltet vielleicht auf einer Hauptstraße sein. Oder zumindest hier. 12.000. Ich meine, Kriminalitätsrate ist niedrig. Nee, brauchen wir nicht.
unnötig Geld rausgeworfen. Ach ja, Müll. 30.000. Recyclingzentrum. Ja, ich denke, wir können hier noch eins bauen. 16.000. Ach Mann. Hier der Müll wieder. Ja, kein Platz mehr. Leert sich. Trocknung beendet. Und weiter. Hin und her den Müll. Genau. Und was ist das hier? Ist doch schon eine Verbrennungsanlage, ne? Ja. Aber wie sieht denn das jetzt mit dem Müllstatus aus? Genau. Verarbeitung ist sehr gering. Am besten wäre halt die Anlage, denke ich. Wobei die ist auch recht teuer. Moment mal, Verarbeitung 48.000 pro Woche. Und hier 24. Kostet auch fast die Hälfte nur. Wir machen hier die Umwelt weiter, also die... Oh, das passt hier hin? Echt jetzt? Okay. Gut. Ich hoffe, euch stört das nicht zu sehr. Wir brauchen immer noch mehr. Das ist auch Bedarf an Bürogebieten. Ja, dann hierhin vielleicht. Sollte ja alles gegeben sein. Ja, kommen hier ein paar Bürodinger hin. Und hier ist wieder voll, oder ja. Keine Ahnung, aber lass uns so. Ja, mache ich jetzt hier Büro noch hin oder nicht? Hier so. Aber auch nicht zu nah an die Häuser. Haben wir hier halt ein Gewerbegebiet für sowas. Ist doch Industrie dadurch, oder? Ups, das habe ich wieder weggemacht. Oh Mann. Spezialisierung, bla bla bla. Ach so. Naja, bringt nichts. Gut. Was? Wie heißt das? Zornige Clans-Handyspiele. Okay. Gut. Oh, wir brauchen wieder einen Wohnraum. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Was bist du für ein Auto? Na gut, solange ihr da nur zum Parken hinfahrt, ist mir das, glaube ich, egal. Irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das so gefällt. Wohnraum wird gebraucht. Ja, ja. Mache ich so kleine Dings rein mit Läden. Die soll ja nicht zu laut sein. Du kannst hier eigentlich auch machen. Moment mal. Nein, nicht das. Ich will jetzt kein Campusgelände bauen. Wohnraum wieder gesetzt.
Dann warten wir mal ab. Wie läuft es jetzt eigentlich hier mit der Straße? Okay, es war vorhin viel, viel dunkelroter, röter. Oh. Ihre derzeitige Ausgangsweise kann den Bedarf der Stadt nicht decken. Ja, sieht man. Wir haben leider kein Geld für noch mehr. Ja, jetzt haben die keinen Strom, das war so klar. Fünfzigtausend noch. Ich brauche halt mehr Einnahmen. Ist ja klar. Okay, wir machen das wieder so mit dem Strom, dass wir die Ausgaben, das Budget erhöhen. Es hilft etwas. Wir müssen es aber weiter erhöhen. Irgendwem fehlt auch noch Strom, oder? Nur jetzt geht's gerade wieder. So gerade. Hier fehlt Wasser. Nein! Nein, Rohre will ich haben. Okay, das reicht. Genau. Komm, das Geld kriegen wir doch aber so rein für noch ein, was auch immer. Ich hätte ja gern so eins noch gebaut. Stattdessen habe ich halt das gebaut. Oh, der Verarbeitungsstatus, der muss viel höher sein. Da steht auch dran, eine andere Einrichtung entleeren. Gebäude leert sich. Mach wieder Normalbetrieb. Das ist voll. Normalbetrieb. Das lassen wir so. Leert sich. Normalbetrieb. Gut. So halbwegs. Ich brauche auf jeden Fall das. Ja, okay, das sind nur 12 Megawatt. Oh, ich habe gerade das Geld, wenn ich jetzt pausiere. 40 Megawatt. Hm, 560 in der Woche. Ist natürlich auch teurer hier mit der Müllentsorgung. Ich baue jetzt einfach noch ein Kohlekraftwerk hier rein. Mann. Auch wenn es weh tut vom Geld. Ja, aber ich kann dafür ja wieder jetzt hier runter gehen. Denke ich. Hoffe ich. Wir sollten jetzt wieder ein Überangebot an Strom haben. Ja. Gehen wir noch was runter. Mal schauen, ob das noch passt. Gut, alle haben Strom. Genau, hier baut ihr noch fleißig. Ihr baut auch hier, wo nur Fußgängerweg ist. Okay. Gut. Ich weiß ja nicht.
Genau. Wir haben leider kein Geld für neue Straßen, Leute. Ah, vielleicht doch. So, die 600, die kann ich noch benutzen. Oh, hier könnte ich ja sowas nutzen. Jetzt hier einfach noch was reinsetzen. Zu teuer. So. Aber dadurch können wir jetzt wieder neue Sachen hier reinsetzen. Oh, das lassen wir so. Strom. Oh, wir haben viel zu viel jetzt. Wir können hier noch weiter runtergehen. Ah, muss ich trotzdem aufpassen, dass es nicht zu sehr runtergedreht ist. Ihr wollt noch mehr Läden haben. Verstehe. Ja, vielleicht noch so ein dichteres hier oben hin. Wir machen auch gerade Verluste. Ich weiß noch nicht warum. Wir haben zu wenig Einnahmen. Oh, Gewalt im... oder hier Kriminalität im Park. Nicht gut. Es fehlt wieder der Strom. Ja, zu weit runtergeschraubt alles in der Nacht. Ist ja klar, dass die Leute mehr Strom benötigen. Ja, es wird sich einpendeln, Leute. Keine Panik. Oh je. Wollte schon sagen, hier ist doch genug. Okay, es geht wieder runter. Wir erhöhen es doch noch etwas über Nacht. Gehen wir vielleicht auch wieder auf 100 tagsüber. Ja, das Darlehen kostet mich immer 250, aber es ist auch nicht so wild. Wie sieht es mit der Bildung aus? Vielleicht können wir da auch noch was runtergehen. Oh, besser nicht. Ja, die Parks haben jetzt auch die Kosten verursachen. Und Wasser. Oh, Wasser, da können wir vielleicht was sparen. Stimmt. Habe ich ja gar nicht angepasst. Runter. Ach, geh mal ganz runter auf 50, gucken, was passiert. Oh, oh, herzlichen Glückwunsch. Buchenholzfelder hat Stufe 2 erreicht. Ist das mein Getreidemühlebäckerei? Das ist mein Landwirtschaftsgebiet da oben. Buchenholzfelder, das ist hier oben, oder? Buchenholzfelder, sehr schön. Oh, habe ich auch lange nicht mehr geschaut, ob ihr Einnahmen generiert. Moment mal. Kein Platz mehr, ja, das passt schon. 232 Gesamtprofit, weil ihr keine Dings hier, ihr verkauft lieber... Naja. So, Budget fürs Wasser muss ich... Oh. Ja, das hätte ich gar nicht auf 50 stellen dürfen. Macht schon Unterschied mit dem Geld. Genau, aber da spielen wir in der nächsten Episode weiter dran rum. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie hier niemand mehr Wasser hat, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.